Ich wünsche Ihnen schöne Stunden im historischen Dürnstein und versäumen Sie es nicht, der sagenumwobenen Burg von Richard Löwenherz einen Besuch abzustatten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also dann, viel Vergnügen. Wenn Sie einmal nicht mehr Hoteldirektorin sein möchten, hätten Sie gute Chancen als Reiseleiterin. Oh, vielen Dank, aber ich denke nicht dran, meinen Traumjob hier aufzugeben. Marina! Meine Mutter. Uhu! Und mein Sohn. Was wollen die denn hier? Guck mal, da ist die Mama, Verena! Uhu! Entschuldigen Sie mich bitte. Mama! Robi! Mama! Ja, sag mal, was macht ihr denn da? Ich erzähl's dir. Ja, komm. Mama, wenn Tobi nicht so oft bei dir wäre, könnte ich überhaupt nicht als Hoteldirektorin auf dem Schiff arbeiten. Dann müsste ich mir einen Job an Land suchen. Es tut mir so leid, aber ich habe einfach keine andere Möglichkeit gesehen, als den Erstmann zu dir zu bringen. Aber es ist doch völlig klar, dass du zu deiner Schwester fährst, wenn sie dich braucht. Mit einem doppelten Oberschenkelhalsbruch ist sie doch komplett bewegungsunfähig. Kann ich runter in die Kabine fernsehen? Geh zum Kapitän, er soll dir mal die Brücke zeigen. Oma, ich rede noch ein bisschen. Tschüss, Oma. Tschüss, mein Kleiner, tschüss. Mach's gut. Na, Gott sei Dank sind jetzt Ferien. Also diese Woche muss Tobi irgendwie an Bord bleiben. Ich rede mit dem Kapitän. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was dagegen hat. Und wie lange, sagst du, hat Margot jetzt den Gips? Also der Arzt meinte mindestens 4 Wochen. Oh, du meine Güte. Dann muss ich mit Manfred reden. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Immerhin ist er Tobis Vater. Aber hast du nicht gesagt, Manfred ist auf Konzerttournee? Ja schon, aber so viel ich weiß, ist es seit einer Woche vorbei. Also, wenn du meinst. Möchtest du noch was trinken, bevor du vor Ort bist? Nein, danke, du. Ich möchte los. Okay. Tschüss. Tschüss. Monika, ruf Dr. Berger in Dürnstein. Er soll sofort kommen. Ja, mach ich. Praxis Dr. Berger, grüß Gott. Nein, der Doktor ist noch nicht da. Ich verstehe. Nein, ich rufe ihn sofort auf dem Handy an. Er musste noch schnell bei der Pension Bella Vista vorbeifahren. Ein Gast ist krank. Tut's ja, wie mein Schatz? Ja. Komm, wir sind gleich da. Aua. Und morgen? Morgen. Was hat denn die Kleine? Ich muss zum Arzt. Meine Tochter hat sich den Arm gebrochen. Moment, darf ich mal? Ja, aber... Ganz ruhig. Ja, gebrochen ist er nicht. Ja, entschuldigen Sie, aber ich möchte doch lieber den Arzt fragen. Ich bin der Arzt. Der Arm ist ausgekugelt. Ich brauche mal Ihre Hilfe. Gehen Sie bitte rüber auf die andere Seite. Okay, die linke Hand hier durchstecken. Ja. Vorsichtig. Schön, vorsichtig. Schön in die Achselhöhle pressen. Ja. Die andere Hand drückt gegen Ihre Hand. Ja. Keine Sorge, es tut nur ganz wenig weh. Sie halten dagegen? Ich halte dagegen. Schön ruhig. Zieh. Au. Dankeschön. Bitteschön. Das war's? Das war's. Fahren Sie zur Sicherheit nochmal zum Röntgen mit der Kleinen. Machen wir. Danke, Doktor. Dankeschön. Heute einen schönen Ferien. Tschüss. Das sind Sie ja.
Herr Doktor. Die Rosenburg hat angerufen. Sie möchten bitte sofort kommen. Es hat einen Unfall gegeben. Alles klar. Danke, Anita. Das sah durch das viele Blut schlimmer aus, als es eigentlich war. Die kleine Narbe bleibt bestimmt zurück, aber das macht sie für ihre Freundin sicher noch interessanter. Hm? Verzeihen. Kurz Moment. Ja, dann verschreibe ich ihm jetzt noch ein Antibiotikum. In 3 Tagen schauen Sie bei mir in der Sprechstunde zur Nachkontrolle vorbei, okay? Sie wissen, was den Heilungsprozess extrem beschleunigt? Nein. Ganz viel Liebe. Alles klar? Ja, ja. Danke, dass Sie ihr okay gegeben haben. Und wir werden uns auch bemühen, niemandem auf die Nerven zu fallen, gell, mein Schatz? Sag mal, du bist ja ganz heiß. Oh mein Gott, ich glaube, du hast Fieber. Komm, komm, wir gehen zum Schiffsarzt. Hier ist die MS Mozart. Der Schiffsarzt befürchtet einen Fall von Scharlach. Wie sind die Symptome? Nun, die Symptome sind die sogenannte Himbeerzunge, der weiße Ring um den Mund und juckende Stellen am Unterbauch. 39,8 ist richtig Fieber. Tut ihm sonst irgendwas weh? Hals, Nasen, Ohren? Tobi, tut dir irgendwas weh? Ja, der Hals beim Schlucken. Bei mir in der Klasse, vor den Ferien, hatten 2 Scharlach. In seiner Klasse gab es Scharlach. Tja, ihr Schiffsarzt hatte mit seinem Verdacht recht. Gut. Aber ehe wir jetzt die Pferde scheu machen, komme ich mit dem Streptokokken-Schnelltest an Bord. Wo befindet sich die Mozart gerade? Kurz vor Dürnstein. Sie sind? Du bist Mutter Verena Kern. Ich bin die Hoteldirektorin hier an Bord. Tja, es sieht so aus, als ob der junge Mann tatsächlich Scharlach hat. Oh, verdammter Mist. Scharlach, ist das nicht ansteckend? Sehr. Wobei der es einmal hatte, dagegen immun ist. Tja, und ich habe dir hier ein paar Penicillintabletten mitgebracht. Davon nimmst du jetzt die erste und heute Abend, da geht's ja schon viel besser, ne? Und die Ansteckungsgefahr, wann ist die vorbei? Tja, das dauert leider erheblich länger. In der Regel 72 Stunden. Und ganz sicher kann man erst nach einem erneuten Abstrich sein. Aber dann kann er unmöglich an Bord bleiben. Versteh mich bitte nicht falsch, Tobi, aber ich muss natürlich jede Ansteckungsgefahr für meine Passagiere vermeiden. Das Wichtigste ist, dass du jetzt ganz, ganz schnell wieder gesund wirst. Tja. Darum nimmst du jetzt die Tablette. Nimm mal den Mund auf. Und ein bisschen Wasser hinterher. Okay. Lukas, willst du denn jetzt noch hin? Ins Dorf. Ja, aber du schreibst in einer guten halben Stunde eine Klausur. Bis dahin bin ich zurück. Um Tschüss zu sagen. Wie lieb von dir. Du kannst doch nicht einfach so verschwinden. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ihr hinzieht. Ich hab doch gesagt, ich schicke dir eine E-Mail. Ich will aber eine Adresse. Ich liebe dich. Lukas, dass du mir in Mathe geholfen hast, war echt super. Aber du weißt ganz genau, dass ich mit Arne zusammen bin. Ach nee, und was war mit uns letzte Nacht? Verrückt. Das war ein Ausrutscher. Ich liebe Arne. Er ist mein Freund. Und letzte Nacht, es war einfach, das weiß ich, was das war. Auf jeden Fall war es mir nicht wichtig. Drum tu mir den Gefallen und vergiss es einfach. Okay?
Dr. Berger schlägt vor, erstmal zu ihm zu fahren. Da kann Tobi sich hinlegen und ich kann in Ruhe ein Hotel für uns suchen. Haben Sie Ihren Ex-Mann in der Zwischenzeit erreicht? Ich pflege intensiven Kontakt mit seiner Mailbox. Ich bin dann morgen wieder da, bis dahin übernimmt meine Vertretung. Und ich hoffe auch, dass ich eine Lösung gefunden habe, wo Tobi bleibt. Vielen Dank für den Blitzstopp. Ja. Soll ich die Tasche nehmen? Nein, nein, es geht schon. Danke. Ja, dann los. Zeige ich Ihnen Melk von oben. In früheren Zeiten ist die Donau bis zu diesem Fels gegangen. Sehen Sie denn? Grüß Gott, hier ist Pater Arndt vom Stift Melk. Ich hätte gern Dr. Berger gesprochen. Es geht um einen Schüler hier bei uns vom Internat. Es ist dringend. Er ist leider gerade nicht da, aber ich sag's ihm sofort. Danke, Anita. Ich weiß das zu schätzen. Hauptsache, Sie lassen das an höchster Stelle persönlich vermerken. Schon notiert. Wann immer du darüber reden möchtest, du weißt, ich bin für dich da. Leid für Sie. Leider alles ausgebucht. Wir hätten gerne noch eine schöne Möglichkeit. Unser Geschäftsführer wird es Ihnen gerne zeigen. Ah ja, danke. Das ist unser Fürstenzimmer. Wow.
Und was kostet das? 300 Euro die Nacht. Tja, das müsste ich mir dann noch mal überlegen. Bitte gerne. Vielen Dank, danke. Oh ja. Die Antibiotika wirken schon. Haben Sie jetzt ein Zimmer gefunden? Zum Preis von 300 Euro. Doch nicht für eine Nacht. Mhm. Im Schlosshotel Dürnstein. Die beste Suite. Alles andere ist belegt. Hm. Also zu dem Preis könnten Sie eigentlich auch mein Gästezimmer bekommen. Hat es auch denselben schönen Blick auf die Donau? Oh, wenn Sie bitte schauen möchten. In beide Richtungen und zusätzlich fließend warmes Wasser aus dem Hahn. Nein, im Ernst. Das Angebot steht. Das ist auch nicht übertrieben, wenn ich sage, ich würde mich sehr freuen, Sie und Tobi bei mir als Gäste begrüßen zu können. Das hätte jetzt der Empfangschef im Schlosshotel Dürnstein auch nicht schöner sagen können. Meine Güte. Ich quatsch mich hier fest. Dabei habe ich versprochen, im Stift Melk vorbeizuschauen. Finde ich bitte wie zu Hause. In einer knappen Stunde bin ich wieder da. Hemd? Das hat etwas unglaublich Häusliches. Hm? Die gute Hausfrau reicht dem Mann das frisch gebügelte Hemd. Frisch gebügelt? Na, daran arbeiten wir noch. So was läuft doch nicht mehr frei rum. Da hängen mindestens eine Ehefrau und drei Geliebte dran. Tagespensum überhaupt noch nicht geschafft. Los, los! Ich kann trotzdem nicht mehr. Sag ja nie wieder, ich sei unflexibel. Soll heißen? Von mir aus können wir gerne hier ein, zwei Tage Pause machen. Moment mal. Heute Morgen sind wir auf den Wunsch einer einzelnen Dame hin hier losgefahren. Ja. Natürlich, Stift Melk. Wir sind ganz in der Nähe von Stift Melk. Wow. Was ja, wie wir alle wissen, zum Weltkulturerbe gehört. Ja, und wie wir auch alle wissen, dein Sohn Lukas als Internatsschüler beherbergt. Ist es denn so schlimm, wenn eine Mutter Sehnsucht nach ihrem einzigen Sohn hat? Nein, natürlich nicht. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Meine Sprechstundenhilfe hat mir gesagt, es geht um einen Ihrer Internatsschüler. Lukas ist seit einem guten Jahr bei uns. Ich konnte ihn heute Nachmittag glücklicherweise daran hindern, sich in die Tiefe zu stürzen. Ein Selbstmordversuch? Wenn ich mir ganz sicher wäre, dass er springen wollte, dann müsste ich natürlich die betreffenden Stellen informieren. Nur weiß ich nicht, ob Lukas wirklich damit geholfen wäre. Nennen wir es für den Moment lieber einen Hilferuf. Kennen Sie den Grund für den Hilferuf? Ich bin zwar nicht völlig weg vom Fenster, wie meine Schüler sagen würden, aber in rein weltlichen Dingen ein bisschen aus der Übung. Deswegen bin ich so froh, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Ich habe ihm angeboten, darüber zu reden, aber er behauptet, das mache keinen Sinn. Nichts mache mehr Sinn. Vielleicht steckt ja ein Mädchen dahinter. Wie alt ist Lukas? Gerade 18 geworden. Es gibt da ein Mädchen in seiner Klasse, Julia, unten aus dem Dorf. Sehr hübsch, ein bisschen frech. Aber sehr beliebt, vor allem bei den Jungs. Es besteht die Möglichkeit, mit Julia zu reden, natürlich ohne das Arzt- oder Beichtgeheimnis zu verletzen. Daran habe ich auch schon gedacht. Nur habe ich heute erfahren, dass Julia ganz überraschend mit ihren Eltern nach Italien gezogen ist. Ah ja, und wann? Heute. Und heute Nachmittag habe ich gesehen, wie Lukas, wie von allen Teufeln gejagt, zu ihr gerast ist. Und kurz darauf wollte er springen. Ah. Dass es immer die unerfüllten Lieben sind, die einem so zusetzen. Ich
Wie kann ich Lukas helfen? Vielleicht können wir nur auf die Zeit hoffen, die ja bekanntlich alle Wunden heilt, und darauf, dass irgendwann ein wunderschönes Mädchen in sein Leben tritt, das nur für ihn bestimmt ist. Sie glauben an Vorsehung? Natürlich, ja, ja. Und darf ich fragen, ob die Vorsehung Sie selber schon ereilt hat? Ich arbeite dran. Das ist gut. Richard Löwenherz war ein besonders mutiger und beliebter König. Er war der dynamischste, der Antreiber unter den Fürsten. Manchmal war er allerdings auch ein bisschen jähzornig. So wie ich? Ja, so wie du, wenn du gegen mich beim Mensch ärgere dich nicht verlierst. Meistens gewinne ich aber. Ja. Ist es okay für dich, wenn du jetzt ein paar Tage bei Papa bleibst? Klar. Mir wäre auch lieber, du könntest bei mir auf dem Schiff sein. Aber wenn ich jemanden anstecke, kriegst du Ärger. Mhm. Aber wenn irgendwas ist... Rufe ich sofort an. Handynummer? Mensch, Mama, ich bin 8 Jahre. Wow. Ich würde sagen, das macht das ungebügelte Hemd aber mehr als wett. Die Hausfrau dankt. Oma sagt immer, aus dir wird nie eine Hausfrau. Ja, und da hat Oma verdammt recht. So. Und jetzt schläfst du ein bisschen, hm? Als er ein Baby war, hatte ich über meinem Bett eine Hängematte. Und wenn er nachts aufgewacht ist, dann habe ich einfach dagegen geschubst und schon ist er wieder eingeschlafen. Mögen Sie Überraschungen? Ich liebe Überraschungen. Hm? Dann los. Es ist nicht weit weg, wir können ihn jederzeit hören. Schon gelungen. Das ist der Grund, warum ich vor 5 Jahren in die Wachau gezogen bin. Ich kann Sie verstehen, das hier ist wirklich atemberaubend. Auf Tobi. Warum lassen Sie Tobi eigentlich nicht bei mir? Wie meinen Sie das? Ja, Sie müssen doch spätestens morgen wieder aufs Schiff, oder? Ja, schon, aber ich hoffe, dass sich bis dahin sein Vater gemeldet hat. Ja gut, und wenn nicht? Dann habe ich ein Problem. Ja, beziehungsweise mich. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Sie tun sowieso schon so viel für uns. Ja, aber ich bin Arzt. Bei mir ist er bestens aufgehoben. Er bekommt mein zweites Handy, meine Piepernummer. Ich besorge was zum Lesen, ein paar Videos und ab und zu verpasse ich ihm ein paar Antibiotika und feste Nahrung. Schon gut, überredet. Außerdem kann ich dann sicher sein, dass ich sie wiedersehe. Morgen. Noch ein Grund, dir die Füße zu küssen. Dafür, dass wir hier Pause machen. Nur zu. Du lackierst dir die Fußnägel? Naja, ist der Papst katholisch? Was? Corinna, lackierte Fußnägel sind kein Zeichen von Verruchtheit, sondern auf Reisen lediglich praktisch. Warum? Weil du den Dreck unter den Zehennägeln nicht so siehst. Ich glaube, ich bin manchmal schon ein bisschen weltfremd, oder? Könnte man auch stur nennen. Ich freue mich so auf Lukas. Sag mal, hast du immer noch vor, deinen Sohn zu überraschen? Na klar. Ich meine, vielleicht ist er ja verabredet oder hat was vor. Mit einer hinreißend süßen 17-Jährigen. Das wüsste ich aber.
Na. Ich kann dir nicht helfen. Morgen. Morgen. Ich bin furchtbar in Eile. Ist ja nichts Neues. Dafür hast du ein Fünf-Gänge-Menü gut. Das sind dann bereits 15, mein Lieber. Ach, übrigens, wenn du jetzt in den Garten kommst, erschreck nicht. Ich hab Besuch. Wer denn? Lass dich überraschen. Papa wird sich bestimmt heute im Laufe des Tages bei mir melden. Und wenn ich es irgendwie schaffe, dann komme ich heute Abend und sag dir gute Nacht, okay? Da ist jemand. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Carla Berger. Verena Kern. Und wer bist du? Ich heiße Tobi. Hallo, Tobi. Ich weiß nicht, ob Ben das erzählt hat. Ich bin Apothekerin und habe zurzeit Bereitschaftsdienst. Normalerweise kümmere ich mich um die Handtücher und das Bettzeug und all das. Das war alles wunderbar. Vielen Dank. Keine Ursache. Frische Brötchen. Oh, gefrühstückt haben Sie auch schon. Wenn Sie mich dann entschuldigen. Ja, ich bin sowieso eigentlich auch schon weg. Tobi bleibt eventuell bis morgen. Das hängt so ein bisschen von seinem Vater ab. Mhm. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Natürlich. Also dann. Ist das Bens Frau? Ich glaube, ja. Oh, oh. Fühlst du dich besser? Nee. Aber Sie brauchen nicht extra auf mich aufzupassen. So einen Scheiß mache ich bestimmt nicht wieder. Das Leben ist viel zu kostbar, um es einfach wegzuwerfen. Zumal wir nur eins zur Verfügung haben. Das ist überhaupt nicht einfach so. Das ist einfach alles. Der Rest ist mir egal. Also ein bisschen müsstest du mir schon auf die Sprünge helfen, damit ich verstehen kann, wer oder was alles ist. Sie ist alles. Ja, wer ist sie? Julia. Ach so. Sie hat gesagt, ich soll mir das abschminken. Dass das alles Schwachsinn ist. Und dass sie einen anderen liebt. Dann war sie nicht die Richtige. Woher wollen ausgerechnet Sie das wissen? Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht so gemeint. Kein Stress. Die Frage ist durchaus berechtigt. Immerhin ist meine erste große Liebe tatsächlich schon eine Weile her. Wir waren eine tolle Clique. 5 Jungs und 3 Mädchen. 4 von denen sind inzwischen verheiratet und haben Kinder. Nur Manfred, mein bester Freund damals, und ich nicht. Und Sie waren in eins der Mädchen verliebt? Ja. Und wie? Sie ist Simone. Simone Kaminski. Und sie war wunderschön. Aber du schießt den Vogel ab. Danke für das Kompliment. War eigentlich nicht so gemeint, aber jetzt, wo Sie es sagen. Tja. Guten Appetit. Danke. Ich würde Ihnen ja gern was anbieten, aber das ist mein Mittagessen. Nein, danke. Ich hole uns was Richtiges. Wie wär's mit einem Kaffee dazu, um den Genuss perfekt zu machen? Danke, aber so viel Luxus würde mein Magen gar nicht verkraften. Hätten Sie eventuell Lust, heute Abend den Ernährungsrückstand wettzumachen? Das ist zumindest die originellste Einladung, die ich seit langem bekommen habe. Heißt das, Sie wird mit einem Jahr belohnt? Leider nein. Ich habe Bereitschaftsdienst. Jetzt muss ich auch schon los. Also dann. Tschüss. Tschüss.
Hallo Manfred, ich bin's, Verena. Wie lieb von dir, dass du wie immer prompt zurückrufst. Mein geliebtes Ex-Weib. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich deine zarte Stimme gar nicht oft genug auf meiner Mailbox hören kann. Oh, wie charmant. Hör mal, natürlich springe ich in die Bresche. Ich meine, schließlich ist Tobi mein Sohn und außerdem habe ich in letzter Zeit so viel zu wenig von ihm gehabt. Wie bitte? Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich war in letzter Zeit nicht gerade überengagiert als Vater, aber das soll sich jetzt ändern. Du kannst morgen im Laufe des Vormittags mit mir rechnen. Sag einfach Zeit und Ort und ich bin da, ja? Dürnstein bei Herrn Dr. Berger. Dr. Berger? Hast du neulich ein Faible für Akademiker? Okay, okay, ich gebe es zu, es geht mir nichts an. Du sagst es. Nein, aber im Ernst, Manfred, ich bin froh, dass du kommst. Und Tobi freut sich riesig. Du auch? Ich freue mich auch, aber riesig wäre wohl ein bisschen übertrieben. Also dann bis morgen. Danke, Manfred. Ciao, meine Süße. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Willkommen. Ach, Matt. Sag mal, das glaube ich doch nicht. Wer hat dir denn das beigebracht? Mein Papa. Nee. Sag mal, wie läuft das bei deiner Mama und dir? Erst Zähne putzen und dann vorlesen oder umgekehrt? Hast du denn keine Kinder? Siehst du hier welche? Vielleicht wohnen die bei deiner Frau. Bei meiner Frau? Nee, leider nicht, Fehlanzeige. Also, eigentlich erst Zähne putzen und dann Schlafanzug anziehen. Aber wir können auch zuerst vorlesen. Was hast du denn lieber? Beim Vorlesen einschlafen. Alter Gauner. Kennst du Moby Dick? Ist das spannend? Na, das will ich meinen. Und gleich wieder da. So, stellen Sie die Rückenlehne gerade, schnallen Sie sich an, jetzt kommt Weltliteratur. Captain Ahab, ich habe von Moby Dick gehört. War es nicht etwa Moby Dick, der euch das Bein weggerissen hat? Wer sagt euch das, rief Ahab und hielt dann inne. Ei, ei, meine Lieben, es war Moby Dick, der mich entmastet hat. Moby Dick, der mir diesen toten Stumpf eingebracht hat, auf dem ich jetzt stehe. Ei, ei, schrie er mit lautem, schrecklichem Aufschluchzen wie ein ins Herz getroffener Elch. Ei, ei, und ich werde ihn jagen ums Kap der guten Hoffnung und um Kap Horn herum und durch den norwegischen Mehlstrom und durch die Flammen der Hölle, ehe ich es aufgebe. Und dafür habt ihr heuer genommen, Männer, diesen weißen Wal zu jagen an beiden Küsten des Kontinents. Der Druck ist richtig toll geworden. Kompliment. Wow. Am besten ist, du fängst mit Nummer 10 an. Suchst du Zigaretten? Nee, ich bin noch Diabetiker. Blöderweise habe ich zu wenig Insulin mitgenommen. Lies mal, ob du damit leben kannst. Ich suche so lange eine Apotheke. Wenn irgendwas ist, dann ruf mich an. Ich habe einen Wagen geliehen und fahre gleich nach dem Anliegen nach Dürnstein. Geht es Tobi wieder schlechter? Nein, Dr. Berger sagt, wenn er seine Tabletten schön brav zu Ende nimmt, ist er in 2 Wochen wieder ganz gesund. Nett von dem Dr. Berger, dass er so in die Bresche springt. Hm? Ja, das bin ich auch. Ich fahre Tobi gute Nacht sagen. Ach, nur Tobi? Bin ich wirklich so leicht zu durchschauen? Aber keine Sorge, ich werde es für mich behalten. Übrigens, Herr Dr. Berger ist ein sehr netter Mann. Und verheiratet. Ach ja? Thank you.
Ernährungsminister. Hallo. Hallo. Als Sie sagten, dass Sie Bereitschaftsdienst haben, dachte ich, Sie sind Krankenschwester. Ich hätte Sie ohne Ihr Motorrad fast gar nicht erkannt. Ich sehe dagegen sofort. Sind Sie zufällig vorbeigekommen oder wollten Sie in die Apotheke? Ich bin Diabetiker. Das hier war meine letzte Ampulle. Leider. Ob Sie sich wohl einem alten Motorradkumpel zuliebe zu einer Ausnahme durchringen könnten? Ohne Rezept läuft leider bei mir gar nichts. Und wenn ich bei allen Heiligen schwöre, dass ich das Rezept nachreiche? Die Heiligen retten mir meine Approbation nicht, wenn es rauskommt. In welchem Hotel sind Sie denn abgestiegen? Im Schlosshotel in Dörnstein. Ich kann Ihnen morgen einen Termin bei Dr. Berger machen. Der faxt mir dann das Rezept durch und ich schicke Ihnen das Insulin ins Hotel, wenn Sie wollen. Es wird mein Vergnügen sein, es selber abzuholen. Also dann. Dr. Benjamin Berger. Und Ihr Name? Carla. Carla Berger. Also dann, bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. Immer sind die Besten schon vergeben. Hallo, mein Schatz. Mami! Hallo. Hey. Überraschung gelungen. Ben hat mir eine total spannende Geschichte vorgelesen. Da kennt er ein Boot auf hoher See und ein riesiger Wal frisst einem Mann das Bein ab und die ganze Zeit wird getötet und geklaut, wie verrückt. Das halten Sie also für eine pädagogisch wertvolle Gute-Nacht-Geschichte, ja, Dr. Berger? Moby Dick ist Weltliteratur. Entschuldigung. Hallo, Bruderherz, ich bin's, Carla. Du, ich schick dir morgen einen ziemlich attraktiven Mann vorbei. Nein, ihm ist ein Insulin ausgegangen. Wie? Ach, Quatsch. Außerdem hat er ja keine Kinder. Hier nicht und bei seiner Frau auch nicht. Morgen übernimmt Papa. Freut sich schon riesig auf dich. Und weil Ben uns so geholfen hat, würde ich ihn gern zum Essen einladen. Ist es okay, wenn wir dich ein, zwei Stündchen alleine lassen? Ja, klar. Und ich hab ja auch das Handy. Ihr habt doch wirklich an alles gedacht. Guten Appetit. Danke. Er hat schon gegessen. Oh, Donnerwetter. Ciao. Tschüss. Guten Abend, Lukas. Guten Abend, Herr Tat. Der heilige Benedikt. Seine Schwester Scholastica. Eine sehr interessante Beziehung. War es schwer für Sie? Was? Mönch zu werden. Ich meine die Entscheidung. Ich habe es nicht als Entscheidung empfunden, sondern als Berufung. Etwas, was ich nicht nur unbedingt tun wollte, sondern tun musste. Vielen Dank für die Einladung. Mich wundert immer noch, dass Tobi so schnell Vertrauen zu Ihnen gefasst hat. Normalerweise dauert das bei ihm viel, viel länger. Er hängt sehr an seinem Vater, ne? Nach dem Motto, was ich nicht haben kann, liebe ich am meisten. Manfred ist Berufsmusiker, Straßenfeste, Background, Shows. Selten zu Hause. Wie haben Sie eigentlich kennengelernt? An Bord der MS Mozart. Es war meine erste Saison als Hoteldirektorin. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Hoteldirektorin auf dem Kreuzfahrtschiff zu werden? Man kommt nicht auf die Idee. Die Idee kommt zu einem und irgendwann zieht sich so ein roter Faden durch und fängt an, Sinn zu machen. Und wie kommt man auf die Idee, Arzt zu werden? Man kommt nicht auf die Idee. Die Idee kommt zu einem. Nein, mein Vater war einer. Und eines Tages stand Tobis Vater auf der Bühne und er sang nur für Sie. Ja, so ungefähr. Mich wundert nur, warum Sie das so genau wissen möchten. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Nein, nein, es ist nur, weil Sie sich so dafür interessieren. Sie interessieren mich.
dass die Leute von diesem Schloss Hotel Dürnstein so begeistert sind. Traumhaft schön. Mhm. Jetzt habe ich es endlich nach all den Jahren auch mal geschafft, da oben zu essen. Ja. Habe ich mich eigentlich schon bei Ihnen bedankt? Nach dem Champagner, der Vorspeise, nach dem Hauptgang und ich glaube sogar noch mal nach dem Cappuccino. Nein, wirklich, wa? Mhm. Ja, kommen Sie noch auf einen Sprung mit drauf? Lieber nicht. Es ist schon spät. Ja. Das war ein sehr schöner Abend, Verena. Darum möchte ich mich noch mal... Spiel ich nicht mit. Was für ein Spiel? Was für ein Spiel? Hallo? Papa! Tobi! Hey, Tobi! Hallo, mein Kleiner! Alles hat natürlich schwer geworden, du. Wie geht's denn so? Gut! Oh, schönen guten Morgen. Oh, guten Morgen. Das ist mein Papa. Guten Berger. Manfred Kern. Wie ich und wie Mama. Ich konnte mich leider nicht eher freimachen. Es ist furchtbar nett, was Sie für meine Frau und meinen Sohn getan haben. Ach, kein Problem. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Tobi ist ein feiner Kerl. Ich war gestern ganz allein, als Mama mich zum Essen eingeladen hat. Obwohl ich krank bin. So schrecklich krank siehst du ja gar nicht aus. Das liegt an den Antibiotika. Wenn er die nicht nehmen würde, sieht die Sache ein bisschen bedrohlicher aus. Ich hab schon alles eingepackt. Die Kälte. Upsa! Alles klar? Tja, na dann, Kumpel. Also, war mir ein echtes Vergnügen. Tschüss, Ben. Tja. Na dann. Besuchst du mich mal, wenn ihr hier in der Gegend seid? Versprochen. So, hast du alles? Ja. Geschnippt nichts vergessen? Nein. Okay, dann ab die Post. Burg Ackstein wartet. Berger? Ja, Anita. Na, ich bin schon unterwegs. Tschüss. Tschüss. Ciao. Also zum Grillen empfehle ich Lammlachs in Kräutermarinade oder hier leckere Putenspieße oder... Mama, ist da wirklich jemand drin? Ja, bald bekommst du ein Geschwisterchen. Guten Tag. Hallo. Und was bekommt er? 10 Holzfällersteaks, 3 Kilo Spare Ribs und 20 Bratwürste. Wir lieben Lebensmittel. Deshalb bekommen Sie bei uns eine besonders große Auswahl frischer Grillspezialitäten. Eben typisch Edeka. Ich habe lange nach der perfekten Pflege gesucht, bis mir mein Apotheker die Olivenöl-Intensivcreme empfohlen hat. Jetzt ist die meistverkaufte Gesichtspflege aus der Apotheke auch meine Nummer 1. Die Olivenöl-Intensivcreme wirkt gegen Falten, unterstützt die Zellerneuerung und spendet der Haut intensive Feuchtigkeit. Fragen Sie Ihren Apotheker nach der Olivenöl-Intensivcreme.
Muskelschmerzen hilft die Tiefenwärme von Thermacare. Und das kühlende Thermacare-Schmerzgel hilft jetzt bei Gelenkschmerzen mit dem Drei-Phasen-Effekt. Es kühlt, lindert den Schmerz und bekämpft die Entzündung mit dem einzigartigen Wirkstoff Felbinac. Und das ohne Silikone, Parabene und Duftstoffe. Das neue Thermacare-Schmerzgel mit dem Drei-Phasen-Effekt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Probieren Sie indische Spezialitäten für je 1,99, Instant-Thai-Nudeln für je 99 Cent und verschiedene Asiasoßen für je 69 Cent. Erleben Sie unsere größte asiatische Woche mit Köstlichkeiten von Vitasia. Ab Montag exklusiv bei Lidl. Lidl lohnt sich. Mein Rücken streckt mal wieder. Guten Tag. Ich brauche eine effektive Schmerzsalbe. Eine, die schnell gegen Schmerzen wirkt. Wir wollen weiter. Die muss lange gut verträglich sein. Ich habe das immer wieder. Am besten, ich nehme Kütter. Kütter, die gute Wahl gegen Schmerzen. Können wir? Klar, ich habe doch jetzt Kütter dabei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Haben Sie denn in Ihrem Urlaub bei dem herrlichen Wetter nichts anderes zu tun, als krank zu werden? Herr Doktor, ich war gestern Abend noch in der Apotheke bei Ihrer... Ach, Sie sind der mit dem Insulin. Kommen Sie bitte gleich. Keine Angst, das ist kein Privatpatient, aber wir brauchen nur 2 Minuten, ne? Kommen Sie. Karl hat Sie mir schon angekündigt. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Das perfekte Paar. Sie verarzten, sie liefert die Heilmittel. Beneidenswert. Was machen Sie beruflich? Ich produziere Musik. Ah, verstehe. Tatsächlich. Dann haben Sie mir was voraus. Carla hat mir von Ihrem Missgeschick erzählt. Um welche Art von Insulin handelt es sich? Kombi? Rapid? Kombi. Ich spritze morgens und abends. Hier ist der Name des Medikaments und die Telefonnummer von meinem Hausarzt. Seit wann spritzen Sie Insulin? Seit 3 Monaten. Bis dahin bin ich mit Tabletten ausgekommen. Dann brauche ich Ihnen zum Thema Ernährung, Sport, Alkohol nichts sagen. Ist alles bekannt. Nur bei diesen vielen Geschäftsessen verdammt schwer durchzuhalten. Verstehe. Bitteschön. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Keine Ursache. Das perfekte Paar. Wiedersehen. Der Name Wachau, übrigens mittlerweile als Weltkulturerbe anerkannt, bezeichnet den Landstrich zwischen den Stiften Melk und Göttweig. Das Tal der Donau ist hier zwischen den Höhen des auslaufenden Waldviertels und des Dunkelsteiner Waldes eingebettet. Und aufgrund dieser abgeschirmten Lage finden Sie hier eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt. Außerdem sind hier die Bedingungen für den Weinbau geradezu ideal. Und da vorne sehen wir jetzt die Burgruine Dürnstein. Tja, was würdest du denn sagen, wenn ich dir sagen würde, dass ich mich verliebt habe? Na, ich würde sagen, dass es höchste Zeit wird. Du alterst mir noch unter der Hand weg. Darauf sag ich jetzt mal nichts. Und ich würde dich fragen, ob du eine Frau mit Kind willst. Tobi ist klasse, wirklich wahr. Du, ich habe nicht gewusst, dass man sich mit einem 8-Jährigen so gut unterhalten kann. Oh Gott, du willst eine Frau mit Kind. Ja, es gibt nur ein Problem. Und? Ich glaube, sie ist verheiratet. Und wo ist der Mann? Hat gerade Tobi abgeholt. Benimmt sie sich dann verheiratet? Eigentlich nicht. Mm. Weißt du, ich glaube, ab einem gewissen Alter bekommst du keine Frau mehr ohne Vergangenheit. Fragt sich nur, inwieweit die dann in die Gegenwart hineinspielt. Wie habe ich denn den Satz zu deuten, so ein Spiel spiele ich nicht mit? Vor oder nach dem Kuss? Na, aber vor meiner Haustür. Wenn es dir ernst ist, dann frag sie doch. Ich muss los. Ja, was ist? Sehen wir uns auf der Hochzeit? Ich kann doch nicht, ich habe doch Dienst, obwohl ich so gern das Kleid sehen würde. Was mit deinem Mittag? Isst du mal. Du brauchst im Moment mehr Energie als ich. Das nächste Mal kümmere ich mich aber wieder um dich. Da komme ich aber drauf zurück. So, und da drüben, guck mal, da drüben, das ist die Burg Dürnstein. Siehst du? Die Burg Dürnstein wurde zwischen 1140 und 1145 erbaut und der berühmte englische Kreuzritter Richard Löwenherz in der Nähe von Wien trieb ihn der Hunger in eine Herberge
Und dort wurde er erkannt, weil er vergessen hatte, einen schönen Ring von seinem Finger. Das hätte ich Lukas auch immer mal gewünscht. Ein Ausflug ganz allein mit seinem Vater. Wobei er es sicher nicht vermisst. Meinst du wirklich? Du, was du nicht hattest, kannst du nicht vermissen. Und Lukas kannte seinen Vater nie, also kann er ihn auch nicht vermissen. Ach, du Pragmatikerin. Ich wünschte, du hättest recht. Wenn die zweite Strophe antwortete, dann wäre er nicht mit einem ordentlichen Batzen Lösegeld freigekauft worden, sondern er wäre in seinem Verlies verrottet. Blondel, erlebe hoch, hoch, hoch. Na, ist dein Papa der weltbeste Vorleser oder nicht? Aber Sven kann auch gut vorlesen. Aus Moby Dick, das ist so ein Wal. Ja, ich kenne Moby Dick. Kann ich dir auch vorlesen, wenn du willst. Komm, jetzt müssen wir weiter. Ins Hotel? Nein, wir besuchen meinen alten Freund Arndt. Das ist ein richtiger Mönch in einem großen Kloster. Und da gibt's ganz bestimmt ein Bett für uns. Im Kloster gibt's doch Gespenster, oder Papa? Worauf du einen lassen kannst. So, das macht 14,50. Auf Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Altvater. 14,50. Grüßen Sie Ihre Frau. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich? Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich bin mit Ihrer charmanten Chefin verabredet. Gerne. Hallo. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ort und die richtige Zeit für ein Rendezvous. Wiedersehen. Wiederschauen, Herr Fleming. War eine gute Empfehlung, Ihr Dr. Berger. Ja. Ben ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Er hat über Diabetes promoviert. Wie immer, Frau Stadler? Ja, wie immer. Möchten Sie sich im Moment setzen? Nee. Dann sollte es nächste Woche schon eindeutig besser sein. Ich bin heute Abend auf die Sonnenwendfeier vom Landeshauptmann eingeladen. Oh, wie schön. Auf ein Schiff? Mhm. Mit viel Prominenz? Das ist jedes Jahr das Highlight der Saison. Ihr Rezept. Da kommen Tausende hin. Ich wünschte... Ja? Ich wünschte, dass alles anders wäre. Wie? Dass ich nicht immer und ewig zu spät kommen würde. Bitte? Herr Gott, nochmal, jetzt bringen Sie mich bitte nicht dazu, etwas zu sagen, das ich später bereue. Frau Stadler, Ihr Insulin. Manfred, wo kommst du denn her? Hallo, Arndt. Hallo. Hi. Mein Sohn Tobi. So einen großen Sohn hast du? Du musst keine Angst haben. Grüß Gott, Tobi. Ich bin Arndt. Ein ganz alter Freund von deinem Vater. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Ja, wieder auch. Komm mit. Der Überfall ist ziemlich dreist, aber offensichtlich gibt es in der ganzen Wachau kein einziges bezahlbares Hotelzimmer. Und Verena, also meine Frau, nein, eigentlich Tobis Mutter. Ja, also die genauen Zusammenhänge erzählst du mir in aller Ruhe bei einem Glas Wein. Gut. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, du hast dich überhaupt nicht verändert. Hallo Manfred, schade, ich hatte gehofft, ich erwische euch live. Naja, wahrscheinlich seid ihr gerade beim Essen und habt das Handy ausgemacht. Ich wollte eigentlich auch nur Tobi gute Nacht sagen. Vielleicht lässt du ihn das kurz abhören. Hallo Tobi, mein Schatz. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne gute Nacht. Ich hab dich lieb. Gute Nacht. Sie alle darf ich recht herzlich begrüßen zu dieser Feierstunde, in der unser Brautpaar im Sinn einer christlichen Eheschließung einander das Ja-Wort geben wird. Ich frage Sie nun, sind Sie gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Sie sind also beide zu christlicher Ehe bereit. Bevor Sie nun den Bund der Ehe schließen, werden die Ringe gesegnet, die Sie einander dann anstecken werden. Ja, Berger. Ben, hier ist
Carla, es ist was ganz was Schreckliches passiert. Der Thomas Steirer, der hat die falsche Tüte genommen. Also genauer gesagt ist in der Tüte von Frau Stadler das falsche Insulin. Da ist Kombi drin. Ja, hast du schon bei ihm im Schlosshotel angerufen? Ja, das ist ja das Problem. Der ist doch auf das Schiff eingeladen vom Landeshauptmann zur Sonnenwendfeier. Deshalb doch das ganze Theater mit dem Rezept. Er kann sich nur entweder das Falsche oder, falls er es merkt, gar nichts gespritzt haben. Das wäre zwar das geringere Übel, aber auch nicht ungefährlich. Gut, Carla. Dann stell ihm das Kombi-Insulin zusammen, das er braucht, und dann treffen wir uns am Hafen, ja? Okay, mach ich. Bis dann. Da sind Sie. Ja, Dr. Berger. Wir sind jetzt direkt hinter euch. Wir sind in 5 Minuten da und kommen dann an Bord. Ja, bis gleich. Wann wollen Sie zurück? Habt ihr nur 10 Minuten? Ja, natürlich. Okay, danke. Entschuldigung, Thomas Steirer? Sonnendeck. Hier oben? Können wir bitte ein Autogramm von dir haben? Checkst du? Bitte, bitte. Ja, geht so. Am besten darüber. Carla! Ich meine natürlich Frau Berger. Was ist denn passiert? Sie haben aus Versehen die falsche Tüte genommen. Sie haben die falsche Tüte mit dem falschen Insulin mitgenommen. Was wäre denn passiert, wenn ich es genommen hätte? Sie hätten einen Hypo bekommen. Das heißt, Sie hätten wegen Unterzuckerung das Bewusstsein verloren. Wie kann es zu so einer Verwechslung kommen? Wie sagt man? Eine Verkettung unglücklicher Umstände? Dass zwei Insulinpräparate nebeneinander liegen, das kommt so gut wie nie vor. Wenn Sie in der anderen Tüte Brausetabletten gefunden hätten, dann hätten Sie die Verwechslung wahrscheinlich gleich bemerkt. Ja, danke. Ja, das hat mir ordentlich den Appetit verschlagen. Aber wie steht's mit Ihnen? Oh, also, ich würde am liebsten gleich wieder von Bord gehen. Aber was ist mit dir? Ich meine, so wichtig kennen hast du bestimmt nichts gegessen, oder? Außer ein Müsli-Riegel. Also, mit oder ohne Essen, ich würde gern noch einen Moment bleiben. Später. Tschüss. Tschüss. Puh, Gott sei Dank, noch mal gut gegangen. Ja, Gott sei Dank. Gleich werde ich uns den besten Platz besorgen, damit wir unseren Star gemeinsam aus nächster Nähe betrachten können. Als Kapitän der MS Austria begrüße ich unseren Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Sie auf der MS Austria in der Wachau sehr herzlich begrüßen zu unserer Sonnenwende. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses wunderschöne harmonische Ambiente zwischen Natur und Kultur an diesem heutigen Abend auch besonders genießen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. So, meine Damen und Herren, jetzt wird es nochmal spannend. Begrüßen Sie mit mir bitte den Musicalstar Nummer 1 aus Deutschland, Uwe Kröger. Verena, ich bin's, Ben. Hallo Ben, ist was? Keine Sorge, mit Tobi ist alles in Ordnung. Da ist nur was, was mir keine Ruhe lässt. Ja, was denn? Das möchte ich ihm persönlich sagen, also nicht am Telefon. Ich möchte Sie gern wiedersehen, Verena. Das halte ich für keine gute Idee. Ich schon. Wo kommen Sie denn her? Wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg. Wie sind Sie aufs Schiff gekommen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie verraten mir, was ich angeblich für ein Spiel mit Ihnen spiele, dann sage ich Ihnen, wie ich hierher gekommen bin. Das ist es, was Ihnen keine Ruhe lässt? Ja. Sie sind verheiratet. Bin ich nicht? Natürlich sind Sie das. Ja, mit wem denn, bitteschön? Mit Carla. Mit Carla? Mit Carla? Thank you.
Das muss ich meiner Frau erzählen. Was? Carla. Wer? Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit wir schon verloren haben, wie viele Küsse nicht gekriegt, wie oft ich deine Haut schon hätte spüren können. Hm? Wie viele Haare weniger es dich gekostet hätte? Na, nicht nur mich, will ich hoffen. Hm? Kein Haar, aber ein Meer von Tränen. Soll ich das glauben? Aha. Ich glaub's. Okay. Ja? Oh, Entschuldigung. Guten Abend. Lukas, das ist mein alter Freund Manfred. Hallo. Hallo. Du weißt schon, einer aus der Clique. Was kann ich für dich tun? Ja, also ich wollte Sie fragen, ob Sie die Unterlagen für den Eintritt ins Kloster hier haben oder wo ich die kriege. Für dich? Ja. Ich hab's jetzt nicht hier. Ich gebe sie dir morgen, wenn du möchtest. Das möchte ich. Aha. Gut, dann will ich auch nicht länger stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Was, der will Mönch werden? Ja, sieht so aus. Bei dem steckt doch bestimmt was ganz anderes dahinter als Berufung. Medizin gegen Fieber. Wir haben die Tabletten vergessen. Das macht nichts. Das ist bestimmt nur eine kleine Sommergrippe. Geht's? So. Jetzt versuch ein bisschen zu schlafen, ja? Okay. Er wird vielleicht Augen machen. Die Bus lässt grüßen. Guten Tag. Als Mutter von einem Internatsflüchtling muss ich doch eigentlich keinen Eintritt zahlen, oder? Okay. Aber ich will mir den Stift anschauen. Ich nehme meine Karte. Also dann bis 12. Hi nun. Ja, ciao. Wie viel? 8 Euro. Danke. Carla, ich bin's, Ben. Ich wollte dir nur schnell sagen, ich habe mit Verena gesprochen. Es ist alles gut. Ja, und sie ist übrigens nicht verheiratet. Meld dich bitte, ja? Ciao. Hallo, Verena Kerr? Verena, ich bin's, Ben. Hallo. Ach, ich vermisse dich jetzt schon. Ich frage mich ernsthaft, wie ich die Zeit überstehe, bevor ich dich wiedersehe. Ich dich auch. Sag mal, hast du zufällig was von Tobi oder deinem Ex-Mann gehört? Nein. Wieso? Sie haben die Antibiotika vergessen und ich hab's gerade erst gemerkt. Oh mein Gott, dann kann Tobi einen Rückfall bekommen?
Dann weißt du auch nicht zufällig, ob sich dein Ex-Mann irgendwie an einen anderen Arzt gewandt hat? Nein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Er misstraut allen Ärzten. Seit seine Mutter durch eine Fehldiagnose gestorben ist, war er nie wieder bei einem. Ich gehe in Dürnstein von Bord. Alles in Ordnung? Ist schon okay. Komm. Komm, wir gehen ein Stückchen und dann erzählst du mir alles, ja? Ich möchte nicht, Mama. Was möchtest du nicht? Dir erzählen, was war. Es ist... Irgendwie ist es mir peinlich. Ach, gut, ich bin doch deine Mutter. Egal. Aber du hast doch nichts mit Drogen zu tun, oder? Das ist seit Jahren das Erste, was dir einfällt. Aber es ist auch seit Jahren das, was mir am meisten Angst macht. Aber es gibt auch andere Dinge, an denen man kaputt gehen kann, Mama. Was soll das heißen, Schatz? Genau das. Ich bin fast dran kaputt gegangen. Woran? Ich habe doch gesagt, es ist wieder okay. Lukas, ich möchte jetzt wissen, was passiert ist. Ich bin nicht mehr 5 und bestimmte Dinge gehen dich einfach nichts mehr an. Aber ich sorg mich. Lukas! Lukas! Ich hab doch gesagt, es ist okay. Es geht mir wieder gut. Komm, ich muss dir was erzählen. Oh. Bitte setz. Du machst es aber spannend. Mama, Ich werde Mönch. Was? Ich werde Mönch. Nein. Mama! Nein! Nein! Das verbiete ich. Ich bin volljährig. Das ist mir vollkommen egal. Dann nehme ich dich von der Schule. Wenn du das machst. Was? Dann siehst du mich nie wieder. Lukas! Lukas! Passagiere bei diesem kurzen, außerplanmäßigen Halt nicht von Bord zu gehen. Ich habe gedacht, du kannst vielleicht Hilfe gebrauchen. Ach, wie lieb. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen. Die Notärzte und die Krankenhäuser in der Umgebung habe ich angerufen. Da sind sie bislang nicht aufgetaucht. Hast du ein Foto von Tobi dabei? Ja, klar. Okay, dann fahren wir jetzt zur Polizei nach Dürnstein. Die sollen eine Suchmeldung rausgeben. Was machen die? Natürlich machen die das, wenn es um so eine ernste Sache geht. Ich verstehe nicht, warum Manfred nicht an sein Handy geht. Das war immer schon so. Immer wenn Tobi krank war, hat er es komplett ignoriert und so getan, als wäre nichts. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe, dass ich Tobi überhaupt bei ihm gelassen habe. Komm, ein bisschen frische Luft wird dir gut tun. Hallo, dich habe ich doch schon mal gesehen. Auf Burg Ackstein. Da hat dein Papa dir gerade die spannende Geschichte von Richard Löwenherz vorgelesen. Geht's dir nicht gut? Hier, was zu trinken. Kann ich schlucken? Wir kommen schon alleine klar. Entschuldigung, war ja nur gut gemeint. So, okay. Tschüss. Tschüss. Willst du es mir nicht erzählen?
der Mutter hat mir gedroht, mich vom Internat zu nehmen. Dazu hat sie einfach kein Recht. Mein ganzes Leben lang habe ich immer nur das gemacht, was sie wollte. Immer versucht, es ihr Recht zu machen. Und jetzt, wo ich einmal was Eigenes will? Vermutlich wollte deine Mutter auch immer nur das Beste für dich. Aber jetzt bin ich erwachsen und ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen. Lass ihr Zeit, Lukas. Ist ein Schock für sie, dass du Mönch werden willst. Hopp. Für mich übrigens auch. Wieso denn für sie auch? Naja, du hast in diesem ganzen Jahr nicht die geringste Andeutung gemacht, dass Gott dir wichtig ist. Dass du überhaupt an ihn glaubst. Tja, manchmal passiert eben was, das öffnet einem die Augen. Glauben ist ein Prozess und ich hege großes Misstrauen allen Saulussen gegenüber, die über Nacht zu Paulussen werden. Steht aber in der Bibel. In der Bibel steht einiges, mit dem ich nicht konform gehe. Aber Sie sind glücklich. Lukas, das Kloster ist kein Fluchtpunkt. Es schützt dich nicht vor deinen Erinnerungen oder vor dir selbst. Aber Sie sind doch auch als unglücklicher lieber Mönch geworden. Wie kommst du denn darauf? Simone oder wie sie hieß. Sie haben mir doch selber gesagt, dass Sie sie geliebt haben. Und ich weiß, ich werde auch nie wieder eine Frau lieben. Und deshalb will ich Mönch werden, genau wie Sie. Ich habe mich nicht gegen Simone, sondern für Gott entschieden. Das Zölibat beruht nicht auf enttäuschter Liebe, sondern auf der Überzeugung, mit ganzem Herzen Gott dienen zu wollen. Simone war sehr unglücklich darüber. Aber am Ende hat sie mich verstanden. Und wir sind heute noch befreundet. Das ist doch der Wahnsinn. Jetzt beruhig dich erstmal, Cori. Mann, ich erkenne mein eigenes Kind nicht mehr. Vielleicht hast du ihn nur missverstanden. Was gibt's denn da misszuverstehen, wenn einer sagt, er wird Mönch? Dann dieses ganze Gerede vorher. Völlig wirres und unzusammenhängendes Zeug. Irgendwas ist ihm peinlich, aber jetzt auch wieder nicht. Mann, was haben Sie nur mit dem Jungen angestellt, dass der auf so einen Trip gekommen ist? Ich glaube, wenn du wirklich verhindern willst, dass Lukas etwas Unüberlegtes tut, dann musst du allererst du dich ändern. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, dass du endlich aufhören musst, ihn permanent zu bevormunden und zu kontrollieren. Ja. Soll ich etwa Ja und Amen sagen zu seiner Entscheidung? Das heißt Nein zu Frauen, Nein zu Kindern, Nein zum Leben. Er ist doch mein Kind. Nein, er ist erwachsen. Corinna, seit Lukas auf der Welt ist, dreht sich dein Leben ausschließlich um ihn. Lukas hier, Lukas da, von morgens bis abends, kein anderes Thema. Als er klein war, da war das ja noch okay. Aber jetzt musst du ihn loslassen, Cori. Sonst geht ihr beide dabei drauf. Loslassen. Es ist wirklich toll, dass man die besten Erziehungstipps immer von den Leuten kriegt, die keine Kinder haben. Das war jetzt nicht fair. Heul doch. Scheiße. Na, Tobi? Was malst du denn Schönes? Du bist dir immer noch ganz heiß. Sag mal, Tobi. Bist du vielleicht schon länger krank? Hab ich's mir doch gedacht. Und ihr wart nicht beim Arzt? Doch, mit Mama und bei Ben. Die haben sogar Tabletten bekommen. Aber die habe ich bei Ben liegen lassen. Und weißt du vielleicht noch, was das für Tabletten waren? Eigentlich darf ich ja nichts sagen. Aber ich habe Schaden auch nicht mit so meiner Mami. Ja, ist ja gut. Jetzt komm mal mit. Praxis Dr. Berger, grüß Gott. Wir sind im Augenblick nicht zu erreichen. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht auf Band. Wir rufen Sie umgehend zurück. Vielen Dank. Guten Tag, Dr. Berger. Hier ist Pater Arndt. Ich weiß, es ist Samstag, aber vielleicht hört mich doch jemand. Wir haben vermutlich einen Scharlachfall im Stift Melk. Es wäre nett, wenn Sie vorbeischauen könnten. Dem armen Jungen geht's gar nicht gut. Danke. Fährmann setzt den ganzen Tag Urlauber über. Vielleicht hat er sie gesehen. Wenn wir Tobi nicht finden und er nicht rechtzeitig seine Medizin bekommt, was kann denn dann im schlimmsten Fall passieren? Das Fieber kann in lebensbedrohliche Höhen schnellen und eine unbehandelte Scharlachverkrankung kann zu irreparablen Schäden führen. Oh nein. Aber wir finden ihn.
rechtzeitig. Den kenne ich. Wirklich? Ja. Ich habe auf Melk einen Jungen gesehen, auf den die Beschreibung passt. Der Junge hatte eindeutig Fieber und starke Schluckbeschwerden. Sein Vater war überhaupt nicht erfreut über meine Einmischung. Melk? Manfred hat mal von einem ehemaligen Schulkollegen erzählt, der Mönch geworden ist. Der hieß irgendwie Arnfried oder... Arndt? Ja, Arndt. Ist er wirklich auf Stift, Melk? Wir fahren gleich hin. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Bitte. Berger, ich brauche sofort eine Verbindung mit Stift Melk. Verantwortlich, die Antibiotika-Behandlung abzusetzen. Schaut's mal die Zunge raus? Er hat ein bisschen Fieber, da muss man nicht gleich die Chemiekeule rausholen. Das ist eine Scharlachsepsis. Dadurch, dass der Junge seine Tabletten nicht genommen hat, hat er einen schweren Rückfall erlitten. Sehen Sie sich den Jungen doch an. Das wusste Papa nicht. Es tut mir leid. Infusion. Danach geht's dir gut, es tut nicht weh, versprochen. Machst du den Ärmel hoch? Ja. Hi. Oh, hi. Lukas, hallo. Ich glaube, ich gehe da mal. Bleib, bitte. Hi, Mama. Hallo, Schatz. Hi, Marlene. Hi, Lukas. Tja, also, ich wollte dir doch sagen, was wirklich los ist. Ich, hatte mich zum ersten Mal verliebt. Ach. In ein Mädchen, aber die wollte eigentlich gar nichts von mir. Aber wieso denn nicht? Corinna. Ja, entschuldige, Schatz. Ist schon okay. Pater Arndt hat gesagt, wir müssen uns so akzeptieren, wie wir sind. Mit unseren Entscheidungen. Weil wir nämlich irgendwann das Resultat unserer Entscheidungen sind. Ein kluger Mann. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Mönch werden will. Aber ich möchte die Zeit haben, um es rauszufinden. Und deshalb bitte ich dich, mich nicht vom Internat zu nehmen. Und... ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das war nicht in Ordnung, dass ich dir vorhin gedroht habe, dich vom Internat zu nehmen. Das... und Marlene hat natürlich recht. Du bist mittlerweile alt genug, um Entscheidungen selbst für dich zu treffen.
Es ist nur so, du warst so lange der absolute Mittelpunkt in meinem Leben und ich habe das so sehr genossen. Es tut mir leid. Und wenn du dann immer noch Mönch werden willst, dann werde ich dir eben die Kutte bügeln. Doch gar nicht gut. Da hörst du es. Er ist nicht allein, er hat eine Frau und ein Kind bei sich. Ben, sag ihm bitte, wer ich bin. Ja dann, darf ich vorstellen, das ist Carla Berger. Das weiß ich. Bitte, Ben. Ja, das ist Carla Berger, meine über alles geliebte Schwester. Die Schwester? Carla Berger? Natürlich! Du bist ja gar nicht seine Frau, du... Das sagt ja auch gar keiner. Du bist seine Schwester. Und ich muss zum Dienst, aber ganz schnell. Komm mit, komm. Tschüss, Ben. Tschüss. Komm. Er wird etwas zurückbehalten? Oh nein. Er wird sicher etwas brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, aber er wird wieder ganz gesund. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich schon. Ich weiß, dass es etwas früh ist, um über die Zukunft zu reden. Ich weiß auch, dass dir deine Arbeit viel bedeutet und dass sie dir viel Spaß macht. Ich weiß auch, dass es ein sehr hartes Leben ist, besonders für Tobi. Allerdings weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich war. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals so gern nach Hause gekommen bin. Zu den ungebügelten Händen. Ich möchte einfach nicht, dass ihr so schnell wieder aus meinem Leben verschwendet. Das hatten wir auch gar nicht vor, zumindest nicht so schnell. Vorhin ist ein Fax von meinem Kapitän gekommen. Er hat einen Ersatz für mich gefunden und das bedeutet im Klartext, dass ich... Dass du? Eine Woche Urlaub habe. Das heißt, ihr verbringt eine Woche hier bei mir? Ja, natürlich nur, wenn du das auch willst. Wenn ich das möchte, natürlich möchte ich. Heute, morgen, eine Woche, jederzeit, immer. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch.